Hengst, Flex-Tapes, alles nur Deko? Was ist mit der Funktion? Heute auf unserer Werkbank die Stabilisierungsbänder für die Luftfilter unserer Nutzfahrzeuge. Mein Name ist Kai und das ist unsere Hengstgarage. Viel Spaß mit dem Video. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir schrittweise das Metallgitter auf der Außenseite der Luftfilterpatronen durch unsere Flex-Tapes ersetzen. Sicherlich ist das Design der Filter dadurch moderner. Aber ist das wirklich der einzige Grund? Unsere Stärke liegt in der Entwicklungskompetenz, wie ihr es auch bereits aus vielen anderen Videos kennt. So ist es auch in diesem Fall. Ziel der Umstellung von Streckgitter auf Flex-Tapes ist ein Funktionsupdate. Bevor ich auf die Vorteile eingehe, möchte ich euch ein paar Informationen zum Flex-Tape geben. Beim Auftragen des Flex-Tapes wird zuerst flüssiger Kleber auf die Falten aufgetragen. Der Kleber soll ganz bewusst ein Stück weit in die Falten verlaufen. Warum wir da Wert drauf legen? Gleich mehr dazu. Nach dem Auftragen des Klebers wird das Band, unser Flex-Tape, auf den Kleber aufgelegt und mit einer Walze vollständig angedrückt. Was sich zunächst relativ simpel anhört, hat jedoch einen großen funktionalen Hintergrund. Ich habe zuvor erwähnt, dass der Kleber bewusst zwischen die Falten laufen soll. Sobald der Kleber aushärtet, sind die Falten in ihrer Position fixiert und ein gleichmäßiger Abstand ist sichergestellt. Der Kleber, welcher zwischen die Falten gelaufen ist, wirkt wie ein Abstandshalter. Warum spreche ich die Themen Abstandshalter und Fixierung der Falten immer wieder an? Jetzt kommen wir so langsam zur Funktion der Flex-Tapes. Für eine hohe Staubaufnahmekapazität benötigen wir ausreichend Platz zwischen den einzelnen Falten, damit der Schmutz dort eingelagert werden kann. Bei einer Durchströmung mit einer großen Luftmenge kann sich der Abstand zwischen den Falten verändern oder einige Falten legen sich aneinander an, wodurch der Faltenzwischenraum nicht mehr zur Schmutzspeicherung genutzt werden kann. Dadurch sinkt letztlich die gesamte Staubspeicherkapazität des Filters. Das Gleiche kann bei Feuchtigkeit passieren. Dann wird das Filtermedium weicher und flexibler und es bilden sich Filterpakete aus 4 bis 6 Falten, wodurch ebenfalls die gesamte Staubspeicherkapazität verringert wird. An dieser Stelle kommt das Flex-Tape mit dem Kleber ins Spiel. Unser Flex-Tape stabilisiert, wie bereits erwähnt, die Falten und verhindert, dass sich die Falten aufeinanderlegen. Bedeutet auf der anderen Seite, durch das Flex-Tape steigt die Staubspeicherkapazität. Wenn wir an das Metallgitter denken, dann haben wir bei dem Gitter zwar einen Handlingsschutz, sprich wir berühren das Filtermedium bei der Montage des Filters nicht, aber das Gitter kann das Filtermedium und die Falten nicht stabilisieren oder fixieren. Dadurch sind wir in der Lage, mit dieser Umstellung die Staubspeicherkapazität der Luftfilter deutlich zu erhöhen. Unsere Umstellung prüfen wir auf unseren Prüfständen, um die Theorie auch mit Messergebnissen zu bestätigen. Weitere Informationen zum Produkt und weitere Filter für eure Fahrzeuge haben wir euch direkt unten in der Videobeschreibung verlinkt. In unserem Online-Katalog auf hengst.com haben wir euch alle Hengst-Produkte für eure Fahrzeuge verlinkt. Der Link zum Online-Katalog ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet einiges über unsere Hengst-Flex-Tapes lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare, wir beantworten sie dann dort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis bald in der Hengst-Garage.